Der war halt so Bedroom-DJ und ich so... Was war der? Bedroom-DJ, also so Schlafzimmer-DJ sozusagen. Der hat halt zu Hause so ein bisschen gemixt. Und für mich war das halt total... Ja, genau. Nicht Moment. Bedroom-DJ? Kann ich auch noch nicht. Den kann man sich einladen ins Schlafzimmer. Genau, den kann man sich einladen ins Schlafzimmer oder man wird eingeladen, je nachdem. Das ist ein feststehender... Also, wenn ja, genau, so Bedroom-DJ nennt man es. Also wenn einer halt zum Beispiel keine Gigs hat, weil er vielleicht nicht gut genug ist, der spielt dann halt zu Hause und regt sich über die Leute auf, die viele Gigs haben. Gibt es ganz oft.